Hi Leute, hier ist Frau Zinni. Ich zeige euch heute Double Dragon 3 auf dem Nintendo Entertainment System. Die Double Dragon Spielreihe gehört zu den bekanntesten und ältesten Beat'em-up-Spielen und war sich einfach würdig, jetzt mal ein Video darüber zu machen. Ich sag euch gleich vorweg, Double Dragon 3 ist eins der härtesten Spiele vom Schwierigkeitsgrad her, die es gibt. Ich selbst muss zugeben, dass ich ein unverwundbar Cheat reingehauen habe. Vergebt mir, aber das Spiel, das ist so fucking schwer. Ihr haltet das keine 5 Minuten aus, ja. Ich selbst habe das Spiel damals auf dem NES Hardcore gezockt, ja. Ich habe das Ding in die Ecke geschmissen, ich habe den Controller verprügelt. Es war echt extrem hoher Frustfaktor aufgrund des Schwierigkeitsgrads. Aber damit ihr nicht jetzt zum Beispiel 100 Mal Level 1 seht, weil ich andauernd hier abfehle. Wie gesagt, Cheat-Modus rein und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was zu dem Spiel. Viel Spaß! Ja, worum geht's denn eigentlich in dem Spiel? Das ist ganz einfach erklärt. Ihr übernehmt alleine oder zu zweit die Rolle der Brüder Billy und Jimmy Lee, die sich durch die Levels prügeln und am Schluss ein entführtes Mädchen namens Marianne zu befreien. Der Angry Video Game Nerd hat schon mal Double Dragon vorgestellt. Wer den Nerd kennt, weiß, dass das Spiel einen riesengroßen Fail hatte, und zwar von den Texturen her, also vom Beschriebenen her, da stand dann Bimmy und Jimmy anstatt Billy und Jimmy, also war total Banane. Und der Typ ist auch schon ein paar Mal ausgerastet, als er das Spiel gespielt hat. Ja, wir kämpfen mit den Fäusten, mit den Beinen und mit allen möglichen Gegenständen, die ihr so finden könnt oder die Gegner in den Händen halten. Das sind manchmal Chakus oder Flaschen oder irgendwelche Stöcke, ja. Wie gesagt, die Gegenstände liegen herum oder man nimmt es einfach den Gegnern ab. Ja, es gibt halt auch den Baseballschläger und die Peitsche, mit denen kann man zuschlagen, ja. Und die Gegenstände, mit denen ihr werfen könnt, sind Messer, Dynamit, Fässer, Kisten, Felsbrocken und so ein Scheiß, ja. Im Zweispieler übrigens gibt es die Besonderheit, dass man am Schluss gegeneinander kämpfen muss, ja, um das Spiel beenden zu können, weil nur einer kriegt das Mädchen. One guy gets the girl. Ja, die Story ist einfach wie simpel erklärt, wie immer. Nach Jahren der Meditation und der Weiterbildung werden unsere beiden Drachen von einem alten Wahrsager heimgesucht, der sie in der Welt herumschickt, um den Rosetta Stein, in dem Spiel heißt es Sacred Stone, ja, herbeizuschaffen, der gebraucht wird, um das Böse zu vernichten. Es gibt unzählige Versionen von Double Dragon, ja. Es gibt auch unzählige Portierungen für dieses Spiel. Selbst das Gameboy-Spiel Double Dragon 2 habe ich mal besessen. Habe ich leider nicht mehr, aber es war echt geil. Also auf dem Gameboy war es echt spielbar. Das habe ich auch ein paar Mal durchgesuchtet, auch ohne Cheat-Modus, ja. Ja, 1987 wurde das Spiel erstmalig für den Arcade-Automaten entwickelt. Wie gesagt, folgten mehrere Portierungen für das Sega Mega Drive, Sega Master System, NES, Game Boy, Amiga, Atari, C64 für den PC. Also Neo Geo gab es auch, PlayStation, den Game Boy Advance, Xbox Live Arcade könnt ihr euch ein paar Teile runterladen. Einfach awesome. Ach ja, nicht zu vergessen das Super Nintendo. Das Ganze hat angefangen, wie gesagt, im Jahre 1987 mit Double Dragon. Darauf folgt Double Dragon 2, dann die Double Dragon 3, die Rosetta Stone, welches ich euch hier gerade zeige. Dann gab es 92 Super Double Dragon. Dann gab es ein Crossover-Spiel, das war das Battletoads and Double Dragon. The Ultimate Team 1993. Dann gab es Double Dragon 4, dann 95,
war es nochmal rausgekommen, Double Dragon für Neo Geo und PlayStation. Es gab dann noch hier so ein Spin-off im Jahre 2002, Rage of the Dragons, ja. Dann 2003 Double Dragon Advance, Double Dragon EX, Double Dragon im Jahre 2007, Xbox Live Arcade und das neueste und aktuellste Double Dragon im Jahre 2009 für Tsibo. Tsibo werden die wenigsten kennen. Das ist eine Spielkonsole, die in Brasilien entwickelt worden ist und einen Verkaufsbeginn im April 2009 hatte. Ja, ihr Zielmarkt waren oder sind Schwellenländer, ja. Das so viel zu der Timeline. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben und eifrig was gelernt. Nee, war ganz schön lange, aber kommen wir doch mal zurück zur Story. Ich bin und war ja auch ein ganz großer Bruce Lee-Film. Um mal einen Fun-Effekt am Rande zu nennen. Es gab einen Bruce Lee-Film, der hieß Der Mann mit der Todeskralle oder auch im Englisch Enter the Dragon. Und die meisten Charaktere wurden nach dem Film benannt. Also die Gegner heißen zum Beispiel William, Snooper, Linda Lash, Polo, Abubu, Jeff und Willy. Ja, das sind alles Charaktere in dem Film. Ja, dann gibt es halt zwei Charaktere, mit denen man spielen kann. Player 1 und Player 2. Billy ist blau, Jimmy ist rot. Billy ist blau. Wie hört sich das überhaupt an? Ja gut, Billy ist blau, ne? Also schon klar. Billy ist blau. Das lassen wir mal so dahingestellt. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Beat'em-up-Spielen, vor allen Dingen von den alten Super Nintendo und NES-Teilen. Da durfte das Spiel natürlich in der Sammlung nicht fehlen. Ich finde nach wie vor auch cool diese Spin-Kicks, die man hat, und diesen Knee-Kick, wo man praktisch das Knie ins Gesicht vom Gegner schmettert. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Wie das immer so ist, ist es meistens im Zwei-Player-Mode viel lustiger und da kommt auch ein bisschen Teamplay auf. Also gefällt mir meistens besser, zu zweit solche Spiele zu spielen. War ja bei Final Fight auch so. Was kann ich euch zur Steuerung sagen? Ja, ihr habt halt das Steuerkreuz hoch, runter, links, rechts. Einen A- und B-Button. Mit A schlagt ihr, mit B tritt ihr. Was ich richtig scheiße finde, ist, wenn ihr A und B gleichzeitig drückt, dann springt ihr in die Luft. Und wenn ihr dann A drückt, dann habt ihr diesen Spin-Kick. Und wenn ihr dann in der Luft B drückt, ja, habt ihr diesen normalen Kung-Fu-Kick. Ja. Aber die Steuerung, die ist so zum Kotzen, die ist so miserabel. Also ihr könnt da kaum einen gescheiten Move ausführen. Wie ihr gerade seht, bin ich jetzt auch bei so einer Art Level-End-Boss. Der ist doch so beschissen. Ich weiß auch nicht, wie man das schafft, das Spiel ohne diesen Cheat-Modus durchzuspielen. Das ist unfassbar. Ihr merkt, es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, Teil 3, aber es gehört auch vorgestellt, auf jeden Fall. Das ist einfach scheiße. Ja, 1993 gab es auch ein US-Kinofilm, Double Dragon, die fünfte Dimension, mit Mark Dacascos und Robert Patrick, der unter anderem bekannt ist als T-1000 in Terminator 2. Und ja, man musste da, also vielmehr, der Film ging auch darum, dass die Marianne, also da gerettet wird und die Tochter des Polizeipräsidenten, also egal, der Film ist jedenfalls scheiße. Ich erinnere mich nur an den Street Fighter Film, der ist genauso scheiße, ja. Hätte gerade von Uwe Boll kommen können, ja. Aber in Japan zum Beispiel gab es mehrere Soundtrack-CDs zu der Double Dragon-Reihe.
Zudem gibt es von Double Dragon Comic-Hefte und eine Zeichentrickserie aus dem Jahr 93-94, die wiederum nicht zu verachten sind und die richtig geil sind, ja. Aber natürlich für uns Europäer, sage ich mal, also vielmehr haben wir wieder die Arschkarte gezogen, weil da sind wir wieder, ach, mein Gott, wir tun uns einfach schwer, an solche Sachen dran zu kommen, leider. Dann kommen wir doch mal zu meinem Fazit. Ja, viele Leute, die Teil 1 und Teil 2 der Double Dragon Serie kennen, finden wahrscheinlich nach dem gelungenen zweiten Teil, dass Teil 3 eine Enttäuschung ist, ja, weil man bekommt eigentlich nie so wirklich das Gefühl, dass man den Gegner richtig im Griff hat. Zudem ist der Schwierigkeitsgrad sowas von extrem hoch. Ihr seht ja unten die Anzeige der Leben. Die Stages sind recht kurz. Es gibt nur 5 Stages. Also es ist eigentlich kaum möglich, in die 5. Stage vorzustoßen. Denn trotz der 15 Leben verhungert man normalerweise am Ende von Stage 4. Wer ungern alleine verliert, kann es auch zu zweit versuchen, ja. Was auch ein riesen Minuspunkt ist bei dem Spiel ist, wenn ihr einmal sterbt, dann startet das Spiel von vorne, komplett von vorne. Ihr habt also praktisch eigentlich gar keine Chance, da durchzukommen durch das Spiel, ja? Das ist einfach nur fucking epic, das Spiel, ja? Was mir auch nicht so gefällt, dass da am Anfang ziemlich viel gelabert wird, denke ich mir doch einfach so, halt doch einfach die Fresse und lass mich kämpfen, ja? Wie ihr merkt, habe ich halt auch mal was zu meckern. Und ich stelle nicht immer nur die guten alten Spiele vor, sondern auch manchmal die schlechten alten Spiele. Weil an diese muss sich einfach auch bitter erinnert werden. Los Leute, traut euch, schnappt euch mal hier den Controller. Wenn ihr ein NES habt, spielt das Spiel. Sagt mir, wie weit ihr da kommt. Auch ohne Cheat-Modus, ja. Ich wette mit euch, die wenigsten schaffen Level 1 einfach mal durchzuspielen, ja. Es ist so frustrierend, dieses Spiel. Das ist der Wahnsinn, ja. Ja, trotzdem, ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal zu einem etwas anständigeren Spiel wieder. habt Spaß, habt ein schönes Wochenende. Und ich werde jetzt noch ein bisschen was tun für euch. Macht's gut, eure Frau Sammy.